Marlin, Hallöchen Marlin, Freunde, und damit darf ich jetzt zurück bei Mario Kart 8 Montag begrüßen. Ja, in der letzten Woche hatten wir schon die erste Folge von Mario Kart 8 Montag und heute gibt es die zweite Folge. Ich muss eben alles ein bisschen leiser machen. Ja, in der heutigen Folge geht es um den neuen Upload-Plan, den ich mir jetzt dank euren Votes erstellt habe. Ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht lange rum, sondern damit werde ich direkt beginnen. Ich werde ihn sogar einblenden. Ich weiß, ihr seht jetzt zwar nicht mehr wirklich viel vom Rennen, aber das ist mir egal. Hier geht es erstmal um Upload-Plan. So, wie ihr schon sehen könnt, habe ich alles eingeblendet. Einmal die Votes, wie ihr gewotet habt und dann halt, wann was kommt. Erstmal möchte ich mich generell für die rege Teilnahme bedanken. Wir hatten insgesamt 78 Votes, wo ich mir wirklich denke, wow. Ich meine, gut, es waren mehrere Antworten möglich, aber dennoch danke für alle, die gewotet haben. So. Die meisten Votes hat 18 Uhr bekommen, daher kommen auch da immer die, ich sage jetzt mal, Hauptprojekte und die Projekte, wo wahrscheinlich am meisten geguckt werden, kommen 18 Uhr. Das wäre am Montag, der Mario Kart 8 Montag, ist ja logischerweise das einzige Projekt. Das heißt, das kommt natürlich auch am Montag um 18 Uhr, genau so. Dann, das erste Video des Tages kommt, abgesehen am Montag, natürlich dann immer um 14 Uhr. Jetzt fragen sich bestimmt einige, hä? Warum um 14 Uhr? Das hatte doch nur 7 Votes, aber 19 Uhr hatte 11. Ja, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass die Videos so krass nah beieinander kommen. Weil es dann eventuell die Abo-Box ein bisschen sehr mit CDALP erdrücken könnte und das möchte ich halt nicht. Daher kommt in Zukunft das erste Video immer um 14 Uhr, was am Dienstag dementsprechend Deponia Doomsday wäre. Und das Hauptvideo am Dienstag um 18 Uhr wäre dann Mario Maker oder Splatoon. In einer Folge wird es Mario Maker geben, in der anderen Woche wird es Splatoon geben. Ich glaube diese Woche, oder nee, ich bin mir sicher, diese Woche wird es auf jeden Fall Mario Maker geben. Genau. So, dann gehen wir weiter zum Mittwoch. Da kommt um 14 Uhr Zelda, also hier Twilight Princess HD aktuell. Und um 18 Uhr kommt dann Super Mario Galaxy 2 Let's Play weitergeführt. Das 100% Blind Let's Play, wo ich noch weiter für die Woche aufnehmen muss. Und oh mein Gott, das wird so schwer. Aber das wird auf jeden Fall weitergehen. So, dann machen wir weiter mit Mittwochabends. Und zwar um 20 Uhr. Hatte auch wieder weniger Votes als 19 Uhr. Aber wie gesagt, ich will nicht eure Abo-Box so krass zu spammen. Daher ist da wieder 2 Stunden dazwischen. Kommt wie früher tatsächlich auch schon LOL, das kam immer schon mittwochs um 20 Uhr und jetzt aber auch ähnlich wie bei Mario Maker und Splatoon, abwechselnd wöchentlich mit einem neuen Projekt. Das neue Projekt werde ich noch nicht verraten, das werdet ihr dann aber auf jeden Fall noch sehen. Dazu muss ich aber noch ein paar Sachen sagen zu LOL und zum neuen Projekt, aber das dann im nächsten Rennen. Und zwar möchte ich es so machen, dass LOL gemeinsam mit Mario Maker und das neue Projekt gemeinsam mit Splatoon kommt. Das liegt einfach daran, darauf ist auch eigentlich generell der komplette Upload-Plan ausgelegt, dass immer, ich sage jetzt mal, ein schwaches Projekt mit einem starken Projekt zusammenläuft. Also ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt gerade auf den Dienstag gehen, Mario Maker wird definitiv mehr geguckt als Deponia Doomsday, daher kommt Mario Maker eben mit Deponia Doomsday zusammen am gleichen Tag, dass ich immer ein schwaches Video und ein starkes Video am gleichen Tag habe. So soll auch LOL, was eher ein schwaches Projekt ist, mit Mario Maker in der gleichen Woche kommen und dafür dann das neue Projekt, was wahrscheinlich dann wieder mehr Views hat, mit Splatoon, was wahrscheinlich eher weniger Views bekommen wird als Mario Maker. Also generell, dieser ganze Upload-Plan ist so ein bisschen darauf ausgelegt, Balance zwischen Views zu schaffen, dass ich an jedem Tag ungefähr gleich viel Views auf allen neuen Videos habe. Genau. Wie gesagt, was das neue Projekt ist, weiß ich noch nicht, aber das heißt auf jeden Fall, dass diese Woche auf jeden Fall die 3 Folgen Mario Maker kommen werden. Aber ob ich noch LOL schaffen werde, weiß ich noch nicht. Das heißt, es kann sein, dass LOL diese Woche schon ausfällt. Fängt ja schon gut an mit dem Upload-Plan. Ich weiß, gut. Auf jeden Fall machen wir weiter mit dem Donnerstag. Der ist eigentlich genau gleich wie der Dienstag. Deponia Doomsday mit Mario Maker, beziehungsweise Splatoon, da hat sich nicht viel geändert. So, dann der Freitag ist auch der Anfang wieder gleich wie der Mittwoch. Und zwar mit Zelda und Mario Galaxy 2. Und dann Freitagabends um 20 Uhr, wie schon gewöhnlich, wie immer, wieder der Community Friday, wo ich spiele, auf die ihr Bock habt. Ja, da auch wieder Zelda und hier Super Mario Galaxy 2 so ein bisschen mit Community Friday hochpushen, dass das von den Views her wieder etwas gleichmäßiger wird. So, dann sind wir weiter beim Samstag und zwar ist der wieder wie der Dienstag. Ja, und zwar wieder mit dem Deponia Doomsday, Mario Maker bzw. Splatoon. Und der letzte Tag ist dann der Sonntag mit 14 Uhr Zelda
Und 18 Uhr kommt dann, ich muss nebenbei mal selber gucken, ich suche mal gleich die 2. Und um 20 Uhr sollte ich etwas haben, Vlogs oder Specials. Vlogs habe ich aktuell 2, die ich noch schneiden muss. Einmal eine Review zum zweiten Digimon-Tri-Film, Ketsui. Und dann noch der Japan-Tag-Vlog. Wann nicht dazu, aber komm, weiß ich noch nicht, aber das, aber so Vlogs und Special-Sachen, die außerhalb des der regulären Dinge kommen. Sowas wie, sag ich mal, wenn ich jetzt mal Mario Maker außerhalb von Mario Maker, wenn ich jetzt Mario Kart 8 außerhalb von Mario Kart 8 Montag spiele, würde das auch in diesem Slot kommen. Also das ist so gesehen der Slot für extra Videos, die so nicht geplant sind, die so nicht im Upload-Plan stehen, ist so der Sonntagabend-Slot. Genau. Ich würde sagen, wir fahren das Rennen noch fertig und dann sage ich euch nach dem Rennen nochmal ein paar generelle Dinge zum Ablaufplan, dann blende ich das da auch wieder aus, weil ihr habt den jetzt, glaube ich, lang genug gesehen und gelesen. Ich glaube, ihr habt alle jetzt gecheckt, was wann kommt. Daher sehen wir uns gleich wieder, wo ich noch ein paar Sachen dazu sage und wo ich dieses Bild da unten nicht mehr alles versperrt. Bis gleich. Und zwar generell noch ein paar Sachen zum Ablaufplan. Das ist, sage ich jetzt mal, der ist schon fest, also die Projekte werden auch so kommen, wie es da steht. Aber wenn ich an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit kein Video schaffe, dann kommt's auch nicht. Ich sag's jetzt mal so, ich habe bis jetzt für nächste Woche, also für diese Woche, noch keinen LOL aufgenommen und eigentlich auch nur so eine halbe Folge Super Mario Galaxy 2. Sollte ich das jetzt für diese Woche nicht mehr schaffen, dann kommt's auch nicht mehr. Also wenn ein Video zu dem Slot, wo es eigentlich kommen sollte, nicht kommt, dann kommt es zu 90% wahrscheinlich auch an dem Tag nicht mehr. Also ich werde mich nicht mehr dazu zwingen, schnell die ganzen Videos fertig zu kriegen. Das ist vorbei. Also wenn irgendwas nicht kommt, dann kommt's nicht. Dann wird's nicht vielleicht noch kommen, sondern kommst du nicht. Punkt. Aus. Ende. So. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte noch irgendwas zum Uploadplan generell sagen. Wie gesagt, nochmal danke, dass ihr da so viel mitgewortet habt. Hab mich wirklich sehr gefreut, da so viele Wurst zu sehen, dass ich da so ein bisschen mit euch interagieren konnte und so die Zeiten ein bisschen an euch anpassen konnte. Ach ja, genau, dass die Videos jetzt auf jeden Fall definitiv alle kürzer werden werden. Alle kürzer werden, genau. Ich denke, so im Schnitt werden wir bei zwischen 11 und 13 Minuten sein. Manche Videos gehen auch länger. Mario Maker habe ich zum Beispiel schon ein paar 15-Minuten-Videos aufgenommen. Aber so der Standard sollte jetzt bei circa 11, 12, 13 Minuten liegen. Ausnahmen Mario Kart 8 Montag, LOL, das neue Projekt der Community, also alle 20 Uhr Projekt außer Mario Kart 8 Montag. Der Mario Kart 8 Montag, in dem ist es 17, 18 Minuten, ein LOL-Game ist variabel und der Community Friday, da bleiben wir bei einer halben Stunde. Das bleibt auf jeden Fall so. Und das neue Projekt kann auch variieren, aber ich denke, das wird hauptsächlich auch so eine halbe Stunde, so 25, 30 Minuten gehen. Ansonsten die ganz normalen Projekte wie Mario Maker, Deponia Doomsday, Zelda und so weiter, da bleiben wir so bei 11, 12, 13 Minuten. Also die werden jetzt auf jeden Fall alle kürzer werden, die Videos. Und knackige, kurze, knackige Videos. Das ist die Devise auf YouTube. Das ist auch meine neue Devise, wie es auf diesem Kanal in Zukunft aussehen wird. Etwas kürzere Videos, dafür aber mehr. Und ich hoffe, das gefällt euch auch allen ganz gut, weil, ja, ich hoffe, es gefällt euch gut. Punkt. Nichts weiter. Aus Schweden, Färmlandsländer, ja. So, ich denke, da ist dann für den Uploadplan soweit alles gesagt. Ihr habt den gesehen hier nochmal eben ganz kurz. Okay, gut, jetzt muss ich das Rennen fahren. Also ihr habt nochmal gesehen, wenn ihr wollt, eine Pause drücken könnt oder whatever. Oder könnt ihr euch auch abpushen und was sonst alles. Der wird auch in Zukunft in der Kanalinfo stehen. Also wenn ihr mal vergesst, was wann kommt, guckt einfach in die Kanalinfo. Ich werde ihn wahrscheinlich auch generell verlinken, also als Bild, halt auch bei diesen ganzen Twitter-Links und so weiter, werde ich auch nochmal verlinken, dass ihr auf jeden Fall immer und überall nachvollziehen könnt, was denn wann kommt. So, wie gesagt, Videos werden kürzer werden, es wird wieder mehr verschiedenes Zeug kommen, und ja, so wird es auf jeden Fall der Upload-Platz sein und wenn etwas nicht kommt, an dem Tag, wo es eigentlich kommen sollte, um die Uhrzeit, dann kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr. So, ich würde sagen, damit ist zum Upload-Plan alles gesagt. Nochmal vielen, vielen, vielen unglaublich vielen Dank für die rege Teilnahme bei den Votes. Und ja, ich hoffe, mit diesem Uploadplan kann ich euch noch besser, noch mehr, noch tollere Videos bieten. Noch, dass ihr sie noch besser gucken könnt, dass sie noch besser zu euren Zeiten kommen. Und so weiter. Ja, mir hat die Aktion auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch da auch mit zu befragen. Und gerade zu Community-Sachen würde ich in der Zukunft gerne wieder öfters machen. Ich möchte ja auch bald wieder anfangen zu streamen. Ob das schon funktioniert, kann ich euch leider noch nicht sagen. Da muss ich leider noch ein bisschen
warten. Aber sobald das in trockenen Tüchern ist mit dem Stream, werdet ihr es auch sofort hier und auf Twitter und sonst überall erfahren, sobald es wieder Streams geben wird. Aber das dauert leider noch eine Weile. Tut mir sehr leid, aber es sind mir selber tatsächlich so ein bisschen die Hände gebunden, mehr oder weniger. Aber ich tue, was ich kann, damit ich so schnell wie möglich wieder streamen kann. Ich habe gerade keinen auf Kann gerammt. Wow, ich sollte Rapper werden. Fast so gut wie Line oder Operate. Gut, dann würde ich sagen, was ist jetzt zum Thema Upload-Plan, Streams und Kanal und so weiter. Ihr habt alles gesehen. Hier nochmal ein letztes Mal der Upload-Plan in diesem Video. Wie gesagt, ist auch zweimal auf dem Kanal verlinkt. Einmal ist in der Kanalinfo steht er ganz normal als Text. Und einmal habe ich noch ein Bild verlinkt. Irgendwo neben Twitter, Facebook und so weiter. Upload-Plan fertig. Hi. Vom Upload-Plan kommen wir zu einem kleinen anderen Thema. Ich habe eine kleine Katze, über die ich jetzt ein bisschen sprechen möchte. Du kommst alleine von meiner Schulter runter. Klappt das, während ich so ein bisschen lenke? Oder muss ich dir helfen? Ich wollte eben nur ganz kurz in die Kamera zeigen, aber ich habe auch so ein paar Bilder und Videos gemacht. Generell, wenn ihr mehr Videos... Warte mal, ich helfe dir. Glaubst du, solltest jetzt gleich runterspringen können? Klappt das? Okay, sie ist auf meinen Beinen. Okay, gut. Also wenn ihr generell mehr von dieser süßen kleinen Katze sehen wollt, dann kann ich euch empfehlen, mir auf Twitter zu folgen. Da poste ich am Tag, keine Ahnung, im Schnitt 20.000 Bilder und Videos von der. Und die haben wir geholt von einer Freundin von meiner Mutter und einem Bekannten. Der hat halt einen Bauernhof und auf diesem Bauernhof hat eine der vielen... Oh mein Gott, ich spiele gerade mein Headset-Kabel rum. Hat einer von den vielen Katzen, die da rumlaufen, Junge bekommen. Und da er die Junge, hätte man sie nicht irgendwie wegbekommen, ansonsten umgebracht hätte, ist echt ein toller Mensch, der einfach Katzenbabys umbringt, weil er seine Katze nicht kastrieren will, haben wir eine genommen. Und die ist hauptsächlich bei mir unten, weil wir ja noch eine ältere Katze haben, Pederle. Und die so nicht ganz so gut verstehen, es wird immer besser und besser, aber der ist aktuell nur bei mir unten, schläft bei mir im Bett, spielt mit meinen Kuscheltieren, mit meinem Headset-Kabel. Ich finde es auch krass, wie er hier gerade einfach auf meinem Schoß sitzen bleibt und nicht runter will oder so. Und ja, der ist wie gesagt so ein bisschen bei mir unten, stellt hier alles mögliche Zeug an, wollte schon Kerzen umwerfen und Räucherstäbchen und hast ihn nicht gesehen. Und ja, was halt kleine Babykatzen so machen, er ist 6 Wochen alt, er heißt Kami. Der Name sollte eigentlich ursprünglich von Okami, also Wolf, kommen, aber dann ist mir auch wieder eingefallen, dass das auch Gott heißt, aber wir lassen den Namen jetzt so, weil ich finde Kami ganz schön. Meine Eltern haben sich daran mittlerweile auch gewöhnt. Es hätte dann doch immer noch ein bisschen mit Wolf zu tun. Genau. Wie gesagt, auf die muss ich jetzt immer ein bisschen aufpassen, auf das kleine Wollknoll hier. Und das ist total süß. Und ich wollte euch einfach auch nochmal sagen, dass, wenn auch die Videos von dieser Woche teilweise ein bisschen chaotisch sind und ich teilweise abgelenkt bin, dann liegt es an diesem Kätzchen, weil das hier andauernd rumläuft und irgendwelche Dinge macht, was es nicht tun sollte. Du brauchst mich gar nicht so angucken. Das ist mein Ernst. Oh Gott, das ist so süß. Ja, heute hat sie schon ein bisschen die Außenwelt erkundet, ist ein bisschen im Garten rumgelaufen und ja, total süß. Und unsere Nachbarn und Verwandten kommen da und vorbei, weil sie immer sehen wollen und halten wollen. Und das ist einfach super mit dieser Katze. Die ist so toll. Die ist einfach toll. Und sie läuft immer noch auf meinem Bein herum und oh, die ist so süß und ja. Wollte ich einfach hier auch nochmal in dem Video erwähnt haben, weil ich es bis jetzt nur auf Twitter gesagt habe. Daher auch nochmal hier. Du kommst runter, wenn du runter willst, oder? Du kannst auch auf den Tisch. Halt bitte nicht über die Tastatur laufen. Das wäre ein bisschen doof, weil dann könntest du eventuell die Aufnahme stoppen oder den PC runterfahren und das wäre nicht ganz so optimal. Ja. Genau. Hä? So, das hier ist das letzte Rennen, wo ich noch mal ein bisschen um meine Katze laber. Dann haben wir auch alles im Part untergebracht. Und ja, sie ist total süß. Wie gesagt, wenn ihr mehr Bilder und Videos von ihr sehen wollt, dann folgt mir auf Twitter. Da gibt es täglich mehrere Videos und Bilder. Gut, außer diese Woche, weil da bin ich nicht zu Hause. Doof. Und ja, auf jeden Fall ist cool, sich jetzt so ein bisschen so... Meine Mutter hat gesagt, es ist schon fast so ein bisschen wie Übung. Oh Gott, sie will gleich raus. Ich muss die Tür aufmachen. Die Folge ist Gott sei Dank gleich vorbei. Er ist schon fast so ein bisschen wie Verantwortung für ein Baby zu übernehmen, weil die, wie gesagt, die ist 6 Wochen alt, die muss man fast dauernd bewachen, dass sie sich nicht selbst umbringt und ja, sie ist so süß und knuffig und flauschig und sie ist total toll. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit meiner kleinen Katze ein bisschen Lächeln ins Gesicht zaubern und auch auf jeden Fall mit dem Upload-Plan eine Freude machen, dass die Videos jetzt so ein bisschen... regelmäßiger und besser kommen und dass ihr jetzt wisst, was, wie, wo, wann kommt. Was ich auch noch dazu sagen wollte, 17 Uhr, das aktuelle Video, was um 17 Uhr kommt, wo immer die meisten Views bekommt,
Hat am wenigsten Votes. 17 Uhr hat so total wenige Votes und da bringe ich hier mein Video. Mein erstes. Es ist so total dumm. Das fand ich irgendwie witzig, dass das am wenigsten Votes oder einen der wenigsten Votes bekommen hat. Fand ich recht witzig. Aber ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Uploadplan findet. Ich habe auf Twitter schon ein paar Reaktionen erhalten. Da hießen es die meisten gut. Und auch gerne, wenn ihr Fragen habt zur Katze oder so, könnt ihr das auch gerne stellen und whatever. Nein, ihr könnt sie nicht haben, das geht leider nicht. Und ja, ich denke, ich bin immer zu weit am Ende vom Labern. Das Rennen ist ja Gott sei Dank auch gleich vorbei. Nächste Folge, nächste Mario Kart 8 Monat Folge, möchte ich auf jeden Fall Sydiask Fragen von euch beantworten. Also stellt mir unter dem Hashtag Sydiask auf Twitter oder hier auf YouTube Fragen, damit ich die beantworten kann. Dankeschön. Vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen wollen. Die nächste Folge werde ich mit Fragen füllen. Also fleißig Fragen stellen. Nicht zu viel, Lolliger, aber auch nicht zu wenig. Dankeschön. Gut, ich würde sagen, da hinten ist das Ziel. Wir gehen da wahrscheinlich als Sitte rein. Leute, okay, geiler Abschluss. Hier ist wieder nochmal reinzufahren. Aber gut, das war's mit der beiden Folge Mario Kart 8 Montag. Neuer Uploadplan, neue Katze, alles neu, alles toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so sein sollte, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zur ersten Folge und zu Playlist von Mario Kart 8 Montag und auch zu normalen Mario Kart 8 Playlist und in der Beschreibung und nach allen Social Media Links. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen, außer tschüss, silly.